Hier zu sehen ist das Setup von KitTalk 2011, momentan im Bereich System Options. Hier werden die grundlegenden Einstellungen des Programms festgelegt, unter anderem welches Dashboard verbaut ist oder auch welche Soundkarte welches Signal bekommen soll und auch ausgeben soll. KitTalk 2011 unterstützt zwei Soundkarten, um eine getrennte Wiedergabe von normalen Tonsignalen und Voicebox-Signalen zu bekommen. Es ist ebenfalls möglich, die Voicebox animiert darzustellen, synchron zur Sprachausgabe. Auf welchem Monitor die Voicebox dargestellt werden soll, lässt sich natürlich ebenfalls konfigurieren. Bis zu drei Monitore unterstützt KitTalk 2011, die in diesem Bereich hier festgelegt werden können. Auflösung und Position der einzelnen Bildschirme lassen sich natürlich ebenfalls frei konfigurieren. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, die Mediendateien entweder im Standardverzeichnis von KitTalk oder an einem besonderen Speicherort abzulegen, für den Fall, dass die Mediendateien vom Betriebssystem getrennt bleiben sollen. Letzte Neuerung, die ich hier vorstellen möchte, ist die Möglichkeit, den Mauscursor auf unsichtbar zu stellen. Das hat den Vorteil, dass man bei einem Touchscreen nicht immer den Mauszeiger mit auf der Lower-Konsole im Bild hat. Kommen wir nun zu dem Bereich, der KitTalk eigentlich ausmacht, der Spracherkennung und dem Verknüpfen mit Medieninhalten. KitTalk 2011 bietet eine Vielzahl von Aktionen, die ausgelöst werden können bei einem erkannten Satz oder auch bei einem Tastendruck. Das ist neu in KitTalk 2011. Auf dem Touchscreen wird eine virtuelle Lower Console dargestellt und jede Taste, die hier zu sehen ist, kann einer Aktion zugeordnet werden. Als Aktion in Frage kommt die Möglichkeit, ein eigenes Relay-Skript mit verschiedenen Schaltvorgängen auszulösen, eine Text-to-Speech-Engine einen Befehl zu geben, die Voicebox anhand eines Medienfiles aufzurufen, ein anderes Klangfile abzuspielen oder auch Videoinhalte auf Monitor 1 oder 2, je nach angeschlossener Anzahl der Monitore, abspielen zu lassen. Neu ist auch die Möglichkeit, eine Zeitverzögerung für die einzelnen Aktionen einzustellen, sodass diese nach und nach ausgeführt werden oder auch gleichzeitig, ganz wie man es möchte. Und jetzt werde ich euch das Ganze mal in Aktion zeigen, so wie es bis jetzt aussieht. Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, KITT, für den einfachen Sprachgebrauch. Oder KIT, falls Sie das vorziehen. Ich bin beeindruckt. Was ist geschehen? Was mache ich hier? Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich